Herr Kruft, 10 Jahre Bergischer Handballclub. Was fällt Ihnen dazu ein am heutigen Abend? Ja, was mir am heutigen Abend dazu einfällt, ist einfach ein rumpeliger Start von Handballvereinen in Solingen und in Wuppertal. Und dann hat irgendjemand die Initiative ergriffen, namentlich möglicherweise Herr Föste, ich spekuliere mal, wie engagiert er für diesen Verein war. Und dann habe ich das Ganze irgendwo so ein bisschen als Erfolgsgeschichte verfolgt. Es hat mal sicherlich ein Loch gegeben, aber das ist normal, dass man einen Abstieg hinter sich bringen musste. Aber danach hat sich der Verein sicherlich entwickelt. Er hat sich positiv entwickelt und er ist für mich heute eigentlich ein Aushängeschild fürs Bergische Land. Und ich drücke dem BHC wirklich beide Daumen. Das gehört sich eigentlich auch so, denn wir stehen ja nun mit unserem Namen auch dahinter, dass wir dieses Jahr noch eine erfolgreiche Saison haben. Da fällt mir erstmal eine große Handballgeschichte ein, denn der Bergische HC hat ja nur das fortgesetzt, was hier in Solingen, Wuppertal über viele, viele Jahrzehnte entwickelt worden ist. Und der BHC hat hier wirklich eine ganz tolle Entwicklung hingelegt. Nicht nur in den 10 Jahren, aber hier unter Jörg Föste ist es gelungen, ja tatsächlich einen breiten Teil der Wirtschaft auch für den Handball zu begeistern. Und der eingeschlagene Weg ist genau der richtige. Ich glaube, in 10 Jahren sitzen wir wieder zusammen. Und dann sehen wir den BHC noch ein ganzes Stück weiter oben. Ja, Erfolg, spannende Menschen und immer wieder dieses Bergische, dieses Wuppertalerische nach außen tragend. Und vor allen Dingen, was das hier so ausmacht, die Region Bodenständigkeit. Das sieht man hier deutlich, dass man auch bei solchen Feierlichkeiten immer noch Erde an den Füßen hat. Und das ist der BHC. Also erstmal ist der BHC ein Gefühl. Ich kann mich an unglaublich viele Spieler erinnern, an spannende Krimis. Und wir kommen aus einer ziemlich handballverrückten Familie. Von daher war ich auch von Anfang an mit dabei. Und ich finde es großartig, was insbesondere geleistet worden ist an dieser Vermittlungsarbeit zwischen Solingen und Wuppertal, dass man überzeugen konnte, ja, auch auf der anderen Seite der Wupper gibt es menschliches Leben und die können Handball spielen. Was ich damit sagen möchte, erfolgreich ist der Handball geworden, weil sich die beiden Städte und die Vereine damals zusammengetan haben. Und ich glaube, das beweist sich, weil wir in der stärksten Liga immer noch mithalten, allen Unkenrufen zum Trotz. Und ich persönlich als Oberbürgermeister bin der Überzeugung, wir müssen das vorantreiben. Und deswegen stelle ich mich nach wie vor hinter das großartige Projekt der Arena. Wir brauchen diesen Leuchtturm. Er ist wichtig für unsere Region und für den BHC.